Er liebt die Berge. Er liebt die Natur. Didier Pitté, Preisträger 2017. Viele Menschen verdanken ihm ihre Gesundheit oder ihr Leben, ohne je seinen Namen gehört zu haben. An seinem Klinikum in Genf begann der Einsatz zur Handhygiene. Nach einem Amerika-Aufenthalt Anfang der 90er erkennt Pitté, richtige Handhygiene rettet Menschenleben. 1994. Pitté und Kollegen führen die erste großflächige epidemiologische Forschung zur Handhygiene durch. Damals war das überhaupt nicht sexy als Thema. Ja, das war wirklich etwas, da haben die Kollegen in Genf haben gesagt, du bist doch ein cleverer Doktor, ja, wieso willst du dich mit der Händehygiene beschäftigen? Ja, und er hat gesagt, nee, Moment einmal, die Zeiten haben sich geändert. Wir müssen einfach ganz neue Konzepte entwickeln, dass Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern diese Händehygiene auch wirklich akzeptieren. 2005, Pitté startet mit der WHO eine weltweite Offensive. Clean Care is Safer Care. Mit Experten entwickelt er WHO-Richtlinien zur Handhygiene im Gesundheitswesen. Pitté betreibt Klinikforschung, schaut den Krankenschwestern bei der Arbeit zu. Er entwickelt alkoholische Desinfektionsmittel weiter. Ein paar Tropfen, die Leben retten. Also er hat vor allem die Verhaltenspsychologie reingenommen, also das, was man heutzutage landläufig Marketing nennt. Der hat Marketingkonzepte benutzt. Er hat aber auch wissenschaftliche Studien gemacht, die gezeigt haben, wie wichtig die alkoholische Händedesinfektion ist. Damit hat er vor allem Länder und Kollegen überzeugt, die noch nicht an die alkoholische Händedesinfektion überhaupt geglaubt haben. Ja. Pitté ist im ständigen Austausch mit der gesamten Welt. In wöchentlichen Meetings berichten Ärzte, Professoren und das Pflegepersonal über Probleme im Krankenhaus oder über eigene. Teambuilding ohne Hierarchien. Als eine Art Gesundheitsdiplomat reist Pitté um die Welt, wirbt für bessere Handhygiene, spricht mit Ärzten, Regierungen und dem Pflegepersonal. Das Krankenhaus ist sein Patient geworden. Entwicklungsländern bringt Professor Pitté die Rezepturen mit. So können vor Ort preiswerte alkoholische Händedesinfektionen hergestellt werden, mit landestypischen Produkten. Didier Pitté macht die Rezepturen der Welt zum Geschenk. Die arabischen Länder überzeugt Pitté, dass sie trotz Koran alkoholische Händedesinfektionsmittel einsetzen. Doch nur die Wirksamkeit der Handhygiene nachzuweisen reicht nicht aus. Man muss sie publik machen. Das gelingt Didier Pitté mit ungewöhnlichen Mitteln. Handhygienetänze, von seinem Team 2009 initiiert, werden weltweit geklickt und weltweit reproduziert. Eine Botschaft geht um die Welt. Aktuell wird geschätzt, dass die Clean Care is Safer Care Handhygienekampagne dazu beiträgt, dass zwischen 5 und 8 Millionen Menschenleben pro Jahr weltweit gerettet werden. Didier Pitté hat seinen Traum verwirklicht. Überall in der Welt werden Hände desinfiziert. Ein paar Tropfen, 20 Sekunden, die Leben retten. In unserem Fachgebiet gibt es wenige, sehr wenige Leute, die vielleicht noch in 50 oder 100 Jahren namentlich bekannt sein werden. Und Didier Pitté ist sicherlich einer von denen, der in 100 Jahren immer noch namentlich bekannt sein wird. Nicht mal die Kollegen der WHO waren sich bewusst, wie sehr eben seine Art, seine Fähigkeit, die Menschen zu begeistern und Netzwerke aufzubauen, wie weit ihn das tragen würde. Didier Pitté hat durch seine Maßnahmen die Krankenhaushygiene revolutioniert. Sein Geheimnis? I cannot tell you about any secret. What I can tell you is, my job is not a job, it's just a passion.